hatte dich schon mal gefragt, was passiert, wenn ich eigentlich ein zweites Mal hier drauf drücke? Dann löscht sich Google und alles ist, die machen dann so ein Tornado hier so und die Uhren drehen so durch oder so. Weiß ich nicht, was dann passiert. Wir probieren es halt mal aus. Nein! Schön, dass du da bist. Überraschend. Meine Damen und Herren, the one and only Olli Schulz! Mann, ey. Ich wollte eigentlich mit Iris Berben noch zusammen auf dem Sofa I Got You Babe für dich sehen. Aber ich musste leider hast du deine Taucherbrille zu Hause vergessen. Hab ich auch vergessen. Muss man hier mal aufsetzen dabei. Das hat ja Jan-Josef Liefers so vorgemacht. Ich freue mich, so euch beide zu sehen. Ja, das ist schön. Ja, ey, du Long siehst, time no see. So ist es wohl. Aber nee, wir haben uns vor kurzem gesehen und zwar haben wir uns noch getroffen. Wir waren alle da. Du warst da und noch irgendwelche anderen Prominenten. Und dann zu guter Letzt, als wir dachten, jetzt könnte die Runde nicht mehr kurioser werden von Leuten, die da rumstanden bei uns im Café, dann kam noch Bushido dazu. Ja. Ach ja, der kam, aber den habe ich nicht mehr getroffen, weil der abgeschirmt wurde. Stimmt, wir haben uns noch nicht auf dem Parkplatz gesehen. Klasse, trotzdem, wir haben uns so lange nicht gesehen. Ich habe eine kleine Überraschung mitgebracht. Was ist los? Ich habe ein Liebeslied für dich geschrieben. Ja, okay. Ein A Cappella, da musst du genau zuhören. Ich würde dir gerne vorsingen. Ohne Instrumente. Ohne Instrumente. Hältst du das, darf ich dich vorher, bevor du das jetzt machst? Du wirst einen Plan haben. Ja. Hast du dir das gut überlegt? Ja. Es wird das neue, es wird das deutsche Caravan of Love. Kennst du das noch? Ja, kenn ich. Aus Martins. Also, du musst mir deine Hände abzugeben. Pass auf. Oh, guck mich an, nicht lachen. Ich kann ja nicht an. Aber ganz ruhig, bist echt schön. Ich hab's Gefühl, ich hab Fieber, ey. Pass auf. Ja. Manchmal, da wär ich gern ein Auto. Ein Auto, in das nur du reinpasst. Wir fahren gemeinsam durch die Straßen. Es ist so schön, wenn du mein Lenkrad anfasst. Doch manchmal, da fahren wir zur Arbeit. Das finde ich meistens ziemlich doof. Denn dann stehe ich meistens neben Jokos Porsche und fühle mich ganz schön klein und doof. Und manchmal fahren wir zu deiner Freundin. Das finde ich gar nicht richtig gut. Denn manchmal, da bleibst du über Nacht. Ich habe vor Sorge auch schon mal gehupt. Ich will eine Strophe noch. Ja, manchmal, da wäre ich gerne ein Auto. Ein Auto, das nur dir gehört. Du müsstest niemals wieder tanken, weil dieses Auto nur mit Liebe fährt. Oh Mann. Ist das nicht süß? Das kann man wohl ein sagen. Ein Auto, das nur dir gehört, du müsstest niemals wieder tanken, weil dieses Auto schön nur mit Liebe fährt. Ja. Ist das nicht süß? Das ist süß, ja. Das finde ich einigermaßen süß. Sag mal, wir müssen schon noch mal auch in deinem eigenen Interesse. ich doch noch darüber. Ich bin gar nicht wegen Promo hier. Ich habe einfach Bock auf euch. Ja, aber es wäre schon gut, wenn Leute wissen, dass du auf Tour bist. Weil das hier ist ein kleiner Ausschnitt aus deinem Können. Aber man kann sich das auf der Bühne stundenlang angucken. Richtig. Ich weiß, wie das ist. Ich habe schon 1 Milliarde Mal gesehen. Du hast es als einer der Ersten gesehen. Ja, genau. Und es gibt Leute, und ich kenne dann die ganzen Lieder. Ich kenne auch, wenn die halb fertig sind und sowas. Aber wenn die fertig sind, dann auf der Bühne sich das ganz angucken. Ihr macht immer Kissenschlacht und so. Ey, das ist mein neues Ding. Am Ende jedes Konzertes gibt es eine riesen Kissenschlacht. Geil. Wir fahren einmal morgens vorher zu so einem schwedischen Möbel. Gangster, kaufen 500 Kissen, dann wirfst du die einfach, ihr Rammstein, Pyro-Scheiße, das will keiner mehr sehen, dicke Eier auf der Bühne, du wirfst die Scheiße, hat keiner mehr Bock drauf, aber jetzt Kissen reinwerfen, dann mach ich noch was, ich habe einen eigenen Krabbenmann dabei. War echt? Ja. Oh, geil. Das noch? Ja. War das nicht Stress für den immer? Hey. Ich habe nämlich immer gehört, ist das was, irgendein Kumpel von dir, ne, der das macht, ne? Der hat den Spitznamen der Oktopus, den haben wir noch einen Arm auf den Rücken genäht, weil der irgendwie immer so viele Krebs macht. Der muss immer Krebs machen und der hasst es natürlich, weil der völlig am Ende ist danach. Sieht selber aus wie ein Krebs danach. Sieht aus wie bei Kevin allein zu Hause, wenn dieses Waffeleis im Gesicht hat. Ja. Und hat dann super viel zu tun, machst aber weiter. Aber das ist für die Fans und ich glaube, die Leute brauchen momentan Liebe. Und ich bin ein Vertreter der Liebe. Und momentan macht das so viel Spaß, auf Tour zu gehen. Im nächsten Jahr, das kann ich mal wirklich sagen, ich bin jetzt gerade in der Form meines Lebens. So gut werde die Olli Schulz nie wiedersehen. Im Februar und März bin ich auf Tour mit meiner neuen Platte, die heißt Vom Rand der Zeit, ist sehr gut geworden. Und ist sehr gut geworden und ich freue mich darauf, euch zu sehen. Das wird nämlich mein großes Jahr.
Wir werden dich gleich auf der Bühne noch sehen. Ja. Ja. Und was du auch machst, und das ist für alle, da muss man sich noch ein bisschen gedulden. Wir hier haben heute schon die Gelegenheit, aber ihr zu Hause müsst euch noch ein bisschen gedulden, denn du machst noch ein Musikspezial. Das heißt, du wirst alle Songs, an die du dich erinnern kannst, ja, das wirst sind nicht du, so viele. Wirst du heute hier noch spielen auf der Bühne. Und dann werden wir ein Late Night Berlin Spezial haben. Ihr kennt das vielleicht, die großen Konzerte. Und das ist so wie Cola küsst Orange, wie Mezzomix so ein bisschen. Weil da kommen zwei Sachen zusammen. Einmal wirklich ProSieben, der Sender, an dem ich viel aufgetreten bin. Ich erinnere an unsere legendären, glorreichen Zeichen zusammen bei Zirkus Halligalli. So. Dann aber auch Schulz in the Box. Und jetzt darf ich auch noch mal meine andere Seite zeigen, die des halbseriösen, weil ich komplett unseriös vorher nur war hier beim Fernsehen. Ja, des halbseriösen Musikers. Und es ist so wie Cola küsst Orange. Ja. Also 27.12. kommt das. Ich schließe diesen Teil des Talks mit einem Zitat von dir ab, aus Zirkus Halligalli, aus Neo Paradise sogar, an das ich mich immer wieder gerne erinnere, weil mich damit so viel mit dir verbindet. Und dieses Zitat von Olli Schulz ist Fiki Fiki! Ja. Also weitere Videos auf diesem Kanal, die gibt's da. Wenn ihr das abonnieren wollt, da ist da oben. Und da unten, da gibt es ganze Folgen bei Join. Ja, muss ihr ja selber wissen.